Geist gesucht. Was brauchen wir? Beschaffe den Netzhautscanner des Senators im Mais gesucht auf 3 unterschiedlichen Weisen. Na dann, let's go. Die Black Side liegt in einem Teil der Tunnel unter DC. Auf den Plänen, die ich geborgt habe, ist ein Eingang direkt unter Capital Station zu sehen. Die Black Side, in der Adler festgehalten wird, erfordert einen Netzhautscan. Wir haben keinen Zugang. Zumindest nicht mehr. Eine Chance gibt es jedoch, wenn wir schnell genug sind. Am Samstagabend steigt eine Politveranstaltung in der Station. Übernimm, Felix. Ein Teilnehmer der Veranstaltung, ein gewisser Senator Jack McKenna, hat Sicherheitsfreigabe für die Black Side. Mit einem hochauflösenden Bild seiner Augen kämen wir am Netzhautscan vorbei. Ich arbeite bereits an einer Lösung. Ei. Wir gehen zu dieser Spendengala, holen uns vom Senator, was wir brauchen, und befreien Adler aus der Black Side, bevor jemand was merkt. Klingt doch einfach. Was meint ihr? Ja, also nicht, ob das so einfach klingt, aber na gut, werden wir eh sehen. Ah, weh. Der rennt da sicher gleich wieder durch mit der Puffen. Der Fulltrottel. Die Kamera funktioniert. Nein, er hat sich schon gemütlich gemacht. Manchmal überrasche ich sogar mich selbst. Hoffentlich bekommt Seth und Case den Netzhautscan. Du machst dir eine Menge Mühe, um diesen Adler zu retten. Wem sagst du das? Oh. Ich mache ein Foto. Ich bin ein kleiner Fan. Du betrittst jetzt meine Welt. Hi, servus, grüß euch, servus. Ich bin Fan. Hi. Fotojournalist für den Washington Telegraph. Mach kein Aufsehen. Du kommst problemlos durch die Sicherheitskontrolle. Also, das hätte ich mir überhaupt nicht erwartet, dass ich dann Probleme habe. Na, Alter, das sind ja wirklich Genies mal wieder unterwegs. Servus, grüß euch, servus. Ich mache ein Foto. Hi. Gehen Sie bitte weiter. Hi. Guten Abend. Hi. Darf ich ein Foto von dir machen? Das wär's. Steppert macht sogar auf. Hi, wie geht's denn so? Hi. Da drin sind sie fast fertig. Nur zur Info. Viel Spaß. Sicher, den werde ich haben, Alter. Den werde ich haben, wenn ich alle abknackt darf. Ich wollte gerade gehen. Ich weiß nicht, warum du hier bist, aber du musst sehr vorsichtig sein. Langley hat ein Team gebildet, um euch 3 zu finden. Und vielleicht haben sie sogar hier Augen. Werdet ihr entdeckt? Vergiss Suspendierung. Livingston wird euch lebendig begraben. Okay. Es war schön, dich zu sehen. Wir treffen uns bald. Ciao, Ma'am. Bin in Ohrstamm. Bin ich die fette Ohrstamm. Komm zu mir an Tisch 14. Willst du nicht wenigstens mein Quadl nehmen? Hi, servus. Servus, grüß euch, servus, servus, grüß euch, servus. Servus, servus, servus. Hi. Eine sicher setze mich, oder bei der schönen Madame, da muss ich mich einsetzen. Die Vorzeigefrau eines Menschen. Ich dachte, jedes Mal eine Freezen. Der Senator ist auf der Bühne. Wenn uns die Kamera für ein besseres Bild. Die da jedes Mal eine neue Freezen, oder die Madame. Schön lächeln und winken mehr. Siehst du den, der mit Gouverneur Clinton spricht? Sag Hallo zu Senator McKenna. Es wäre geil, wenn man das jetzt doch hören könnte, was sie hier zu reden haben. Das würde ich richtig geil finden. Naja, die Kamera hat aber nicht vorher aufgeladen, der Wappler. Sehr witzig. Der Senator gibt heute keine Interviews. Und er geht nirgendwo ohne seinen Sicherheitsdienst hin. Also ist die einfache Option vom Tisch. Hier, nimm das. Ach du Scheiße. Jetzt kriege ich sogar Karten. Anhaltspunkte markiert, um ihn zu isolieren und dicht nah genug für den Netzhautscan heranzubringen. Mysteriöser Mann. Such was aus. Geheime Affäre. Oh. Na warte. Mysteriöser Mann. Das will ich. Wenn du Fragen hast, jetzt ist der Moment. Ich sage dir, was ich weiß. Als der Senator eintraf, gab ihm mein Kellner eine Notiz.
Was immer das war, hat McKenna die Laune verdorben. Er zerknüllte den Zettel und steckte ihn in seine Manteltasche kurz bevor er reinging. Wenn wir diesen Zettel haben, können wir die Info sicher zu unserem Vorteil nutzen. Sehr, sehr dumm. Sehr, sehr dumm. Ihr Amerikaner würdet ihn Fixer nennen. Er räumt für eine der 5 Familien von New York City auf. Ich habe schon für ihn gearbeitet. Seit ich hier bin, hat er den Senator im Auge. Nicht auf die nette Art. Vielleicht findest du raus, warum. Könnte für beide Seiten von Vorteil sein. Senator McKenna scheint häusliche Probleme zu haben. Er hatte wohl Streit mit seiner Frau. Boah. Jede Menge gezwungenes Lächeln. Sie stürmte davon, hat auch nicht mehr mit ihm geredet. Hat ihren Ärger an der Bar ertränkt. Vielleicht solltest du ihr ein offenes Ohr leihen. Anscheinend. Anscheinend. Dein Auftritt, Jess Burke. Feine Markieren. Interessant. Servus, grüß euch. Servus, servus, grüß euch. Servus. Ui. Ich wollte gerade sagen, so hinter dem Vorhang kann ich glaube ich nicht schleichen. Darf ich mich da überhaupt bewegen? Ah, da darf ich mich bewegen. Oh. Passt. Bin schon dahinter. Aber das ist der falsche Bereich, das ist ja das Geschissene. Warte, da haben wir sie schnell eine. Knapp. Ein marineblauer Mantel mit goldenen Knöpfen. Ich pass auf, dass du nicht gestört wirst. Ich hoffe's. Bitte, danke. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was extra, ein bisschen ein Trinkgeld. Aha. Was dauert da so lange, Case? Viel mehr von Seths Smalltalk ertrage ich nicht. Havara, lass mich mal schauen. Der ist lustig, oder? Oh, scheiß nicht rein. Wir danken, es ist dein bestes Interesse, unser Angebot zu überdenken. Wir wollen ja nicht deine Karriere ruinieren. Ich page dir einen Treffpunkt, lass mich nicht warten. Lee Grisham, Sicherheitschef von Eldrain Energy. Ex-Marine, SEAL Team 6. Wir müssen den Kerl finden. Laut Akte trägt er eine Brille mit einem dunklen Glas. Ich brauche ein Foto, um seine Identität zu bestätigen. Grisham könnte unser Weg zu McKenna sein. Du, hat überhaupt keiner mitgekriegt. Warte, wir sind noch lange nicht fertig. Tu mal lächeln und finden. Das ist er nicht. Such weiter. Einem dunklen Glas. Alles klar, gut zu wissen. Servus, grüß euch, servus. Hi. Verzeihung. Hi. Kenne ich dich? Ein Schauspieler, oder? Das ist fix ein Schauspieler, den kennst du sicher. So ein Zufall. Warum erzählst du mir das? Nun, sie wird ihre Gründe haben. Ich kann das arrangieren. Aber zuerst tust du etwas für mich. Boah. Ich weiß ziemlich sicher, dass der Senator einige, sagen wir, sensible Informationen von meinen Klienten gestohlen hat. Aha. Wir glauben, dass er sie in etwas für die heutige stille Auktion geschmuggelt hat. Findest du es? Wird Senator McKenna Zeit für dich haben? Dafür sorge ich. Bleib in der Brat, komm mal da. Der ist lustig. Es gibt spezielle Geräte für die stille Auktion, an denen die Gäste jederzeit bieten können. Sie sind mit einem Computer verbunden. Darauf kannst du sehen, worauf alle geboten haben. Und da kann ich trotzdem jetzt wieder auch quasi das immer wieder aktualisieren und anvisieren. Ja, und jetzt muss ich halt da quasi da mal um. Fällt überhaupt nicht auf, wenn ich da durch die Gegend renne. Ist das ein Scherz oder heißt der Kuchen so?
fix ihr damit. Jetzt. Guck. Ja, nur mal schauen. Kann ich den K.O. schlagen? Ja, Digga. Wichtig und richtig, das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Kann ich den nicht irgendwo verstecken oder so? Der wacht ja sicher irgendwann einmal wieder auf. Egal. Jede Zahl des rätselhaften Codeworts entspricht einem Buchstaben des Codes. Gibt das richtige Wort oder die richtigen Wörter ein, um den Code zu knacken? Aber eine Sekunde nicht aufgepasst. Naja, 6 wäre mal das M. In dem Fall. M, 3 wäre C. 8 wäre K. 9 wäre E. Ist das ja nicht so schwer. Hoffen wir es mal zumindest. Zweimal die 4 und einmal die 1. Sehr schön. Jetzt musst du nur noch an die Uhr kommen, Case. Sollte nicht schwer zu finden sein. Sie kann nur an einem Ort sein. Und das ist die Auktionshalle. Das werden wir eh sehen, ein bisschen deppert. Sind wir sicher gleich wieder einen Arsch daheim. Und einen K.O. haben wir auch noch geschlagen. Na super. Wir werden nicht weit kommen. Wo ist denn der eine Rappel? Ja, musst du aufpassen. Nicht, dass wir dann gleich wieder einen Arsch sind. So, und da wüsste ich auch wieder, dass wir da wieder nach hintere gehen. Ja, dann gehen wir mal schauen. Nur ein bisschen stirbeln. Nur ein bisschen. Muss eh aufpassen, wie da überhaupt der eine kommt. Ohne dass es irgendeiner mitkriegt. Der eine schaut fix. Ja, sag ich ja. Der eine ist sicher so ein Orga. der ist jetzt deppert zum Schauen. Ja, schau. Das ist jetzt. So, ich darf da eh spazieren gehen. Warum sagt das keiner? Servus, grüß euch, servus. Vielleicht finde ich sogar den Haverer mit dem Monokel. Jetzt du musst mal schauen, wo die... heran. Unbemerkt. Vielleicht von hinter dem Vorhang. Du hast nichts geschehen. Zap, zap, zap. Geht schon mir. Dich habe ich aber auch schon gesehen, Kapulle, gell? Was du da definitiv keine Suche machen. Den tue ich auch noch sicher zu markieren. Man weiß ja nie. Oh. Nur was fürs Fotoalbum. Der schaut auch so geschissen. Sieh das fix. Passt, das ist jetzt meine Chance. Scheiße. Okay. Wo ist der richtige Eingang? Scheiße! Alter, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, wenn man da gehabt, ich kann auf genüsslich da jetzt einfach rein spazieren. Fuck. Nicht, dass ich ihm zufälligerweise K.O. schlagen darf. Ich frage nur für einen Freund. Ich frage nur mal sicher, aber für einen Freund. Darf ich ihm K.O. schlagen, wenn ich will? Weil bei dem einen Typen hat es geklappt. Blub. Bin schon wieder drin, hübscher. So, es checkt keiner, dass ich da ein bisschen ein Blut noch picken habe und alles drum und dran. Ein bisschen Arsch, weil ich sonst da nirgends da hingehe. Kann. Da tue ich, aber ja, vielleicht ist es. Ah, da hinten ist es.
Es hat keiner mitgekriegt, dass ich meine voll in die Pappen gehabt habe. Sehr schön. Step, da ist ja urviel Platz, bei der anderen Seite ist nicht mehr ein Platz. Einfach nur abwarten und Tee trinken. Vielleicht hau ich gleich wieder den nächsten K.O. Ja, einfach gleich wieder den nächsten K.O. Ich drauf geschissen. Cool, geh einfach weiter. Pass gar nicht nach hinten schauen, gell? Ja, ja. Ja, du siehst mich nicht, Bulli. Du siehst mich nicht, passt. Ich wollte aber trotzdem nur mal schauen. Und? Ich wäre trotzdem vorsichtig. Zwei, vier, acht. Ich glaube, ich kann das so oft versuchen, wie ich will. Ja. Na, ich glaube nicht so oft wie ich will, aber ich glaube so 5-6 Versuche habe ich schon. Was glaubst du da drauf? Egal, ist jetzt Vero. Bring die Diskette zu Armato, damit wir McKennas Netzhautscan bekommen, Case. Na, geht dir was. Und da eine. Let's go. So, dann hätten wir mal das erste Geschichtel. Dann hätte ich gesagt, hab das mit dem mysteriösen Mann würde ich auch noch fertig machen in dem Fall. Und dann hätte ich gesagt, hab geheime Affäre. Das Beste kommt zum Schluss. Der ist mit der Affäre kommt zum Schluss. Alter. Ich sag's euch. Das Beste. Das Beste. Boah. Das ist das. Weißt du was? Also, der Wappler ist schon wieder weg. Ich hätte ihm nur sicher jetzt aber vielleicht trotzdem markiert kurz. So, da vorn ist der Wappler. Mit dem müssen wir wieder reden. Servus, mein Freund. Servus. Der hat sich schon wieder das nächste Stapel ein. Hast du mein Eigentum? Darin hast du wohl schon Erfahrung. Die Ergebnisse sprechen für sich. Gute Arbeit. The best. Ja, ich habe es. Organisier ein Treffen. Du weißt wo. Also, ich wollte ja nicht mit dem Senator sprechen, aber jetzt? Tja, hat sich das geändert. Wenn du mich fragst, dieser ganze Spionagekram kommt mit Ende des Kalten Krieges aus der Mode. Das müssen nicht alle wissen. Und du ganz sicher nicht. So wie ich nicht wissen muss, warum du wirklich zum Senator willst. Ich halte stets mein Wort. Einige Mitarbeiter von mir begleiten Senator McKenna gerade an einen privateren Ort. Ehrlich gesagt, sie dürften wohl fertig sein. Da ist ein Pub in der Westhalle namens Constitution. Geh ins hintere Büro, du wirst Senator McKenna dort finden. Hoffen wir's mal. Viel Glück mit dem Netzhausscan. Bin kurz weg für einen Garderobenwechsel. Hoffen wir's mal. Ein paar unserer Freunde von der CIA sind gerade aufgetaucht. Wenn sie dich sehen, Case, ist das Spiel vorbei. Also super, ich kann das Spielchen nicht einmal fertig machen. Achso, ich kann nicht einmal mehr was aktivieren. Oha. Ich kann nicht einmal mehr irgendwas machen, weil das ist ja der Urblödsinn. Opa. Gechessen. Einmal den hier. Einmal den hier. Damit ich ungefähr Bescheid weiß, wo wer steht. Ah, schade, ich hätte die anderen Sachen gerne fertig gemacht.
Hätte die anderen zwei Sachen wirklich sehr, sehr gern fertig gemacht, aber wenn es nicht geht, dann beim nächsten Mal. Na, Körper können wir so liegen lassen. Ja, moin. Oh, ich weiß nicht, ob ich richtig bin, aber oh. Hallo? Da darf ich mir nichts machen. Da darf ich auch nichts machen. Ist da überhaupt Kameras oder irgendwas? Ich frage nur für einen Freund. Klassiker. Alles abgeschlossen. What? Okay. Darf ich da wenigstens überhaupt was machen? Ach du Scheiße. Auf komme ich da nicht. Na warte, na warte, na warte, da muss ich da um. Ja, schöner abgesperrter Bereich, na super. Nur mal sicher zu markieren. Den da und seinen besten Haverer tue ich auch noch markieren. Sicher, sicher. Oh. Ist da sonst noch ein. Alter, da ist sogar noch ein dritter an unterwegs. Na, leg mir mal. Ja, okay, nein, der zählt nicht. Der ist außerhalb der Partei. Na, das passt dann schon. Geh ruhig weiter. Geh ruhig weiter. Gibt's was gratis? Gibt's auch Geld? Schau mal nur mal ganz kurz. Würde mich interessieren. Oh fuck. Da gibt's sicher in irgendeinem Laden gibt's ein Safe. Auf alle Fälle irgendwo Geld oder so. Oder ein Safe oder irgendwas. Vielleicht wollen sie eh, dass man sich gegenseitig da schlagen alle miteinander. Wer weiß, wer weiß. Weil wenn ich alle niederstrecke, ist es schon wurscht. Weißt du, was ich meine? Weil wenn ich alle niederstrecke, dann kann ich wenigstens doch ein bisschen stehlen gehen. Na geh! Da bemühe ich mich extra und da gibt's nichts, oder was? Na leg mir mal schon. Wenn man doch gehabt, wenigstens auf köstlich schmöchtlich, dass wir da wenigstens irgendwas kriegen. Geldmäßig oder so. Das ist ein Verbrechen. Aber weißt du, ich will nicht auffallen. Will zwar aber auch nicht auffallen, aber erst, aber da. Da bemühe ich mich und dann gibt's nichts. Na super. Frechheit. Lass mich raten. Auch wieder. Ja. Tja. Kannst wieder nichts machen, super. Hätten wir aber wenigstens Dach gehabt, dass da wenigstens irgendwas gibt. Ganz ehrlich. Aber ich fühle mich wenigstens wie Peter Parker, Digga. Hi. Jetzt ist er. Hi. Wenigstens bin ich irgendwo willkommen. Also, da mache ich mal definitiv. Zapzerab. Hi, wie geht's denn so? Hier ist er. Ihr habt sicher echt viel Spaß anscheinend. Ja, ich habe noch einiges zu besprechen. Darf ich mitmachen? Wer zum Teufel sind Sie? Stell halten! Noch etwas ranzoomen. Jemand soll mir sagen, was das soll. Ruhig. Noch ein bisschen aus meinem Gesicht damit. Ha! Das war's. Jetzt sind alle glücklich. Das sehe ich ja, hat mich gefreut. Viel Spaß dann noch. Bis zum nächsten Mal, vielleicht hören wir sie. So kommen wir an Erdler ran. Die Dachtreppe ist auf deiner Karte markiert. Schau drauf. Der Technikraum auf dem Dach ist euer Einstieg in den gesicherten Aufzugsschacht. Er führt euch ganz nach unten zur Blackside. Ein paar Wachen auf dem Dach machen nur ihren Job. Halt dich von ihnen fern. Marshall und ich treffen dich im Technikraum. Such auf dem Dach nach einer fest montierten Leiter. Na, der Kamera kann eh schon wegschmeißen, oder? Von Nummer 5 rein. Denk an Marshalls Worte. Lass dich nicht sehen. Oh, Kamera ist schon wieder unnötig.
Weil die Kamera hätte so dermaßen gut geholfen. Als Markierung und alles drum und dran. Nee, sie scheißen mal was. Kriege ich wenigstens ein Wurfmesser? Irgendetwas? Frage für einen Freund. Geht der hier? Ah, geht der auch woanders. Das passt dann eh. Das gefällt mir dann. Das gefällt mir dann. Vielleicht kann ich wenigstens von ihm irgendwas kriegen. Das wäre super. Lass da wenigstens was liegen? Marke. Nimm mal mit, Digi. Nimm mal mit. Das muss keiner mitkriegen. Dass wir den Wappler da platziert haben. So. Vielleicht ist da eh noch ein Dritter sogar noch dabei. Ist eh noch ein Dritter. Aufpassen. Vierter? Vielleicht habe ich jetzt sowieso allgemein ein bisschen Glück beim Gehen. Boah, habe ich jetzt am Maßen gehabt, gell? Das war nicht Teil des Plans. Oh. Okay. Ich glaube, er hat mich gesehen. Immer jetzt der Zicher. Lass dich nicht sehen. Erinnere ich mich noch. Fang nicht mit Monrose an. Hab seit vier nichts gegessen. Gesehen oder mehr nicht? Überhaupt nicht. Er hat sich halt einfach genau in dem Moment halt umgedreht. Der Ball. Das ist ja das Geschissene. Hey, wann wechseln wir nach drin? Okay, der wird wahrscheinlich jetzt auf den anderen warten und dann dreht er sie wahrscheinlich weg. Hoffen wir es mal zumindest. Alter, egal was du machst, das sieht dich sofort. Oha. Den Weg können wir auch nehmen. Stört mir auch nicht. Passt super. Und halt dich im Schatten. Digi. Auch nicht uns wieder. Hast du noch eine für mich? Noch eine? Du hast schon meine halbe Schachtel geraucht. Ja, schon. Ich höre morgen auf. Wir sind fast da. Nee, ich bin auch fast da. Warum hab ich niedergeschlagen? Sie füllen den Aufzugsschacht. Aber nur an. Auf entspannt. Auf ganz, ganz entspannt. Na, bei Steppern muss ich gleich wieder stehlen, gell? Gibt's viel zu wenig zum Mitnehmen. Das taugt mir nicht. Das taugt mir überhaupt nicht. Nimm die Hände hoch. Langsam. Hab einen 10-14 in R1. Benötige Verstärkung. 10-4. Bleib ruhig und niemandem wird etwas passieren. Oh. Haben wir hier ein Problem? Oha, Jungs! Haha, du Trautl! Ich gehe kein Risiko ein. 10-23, Verstärkung unterwegs. 10-22, das hat sich erledigt. Verstanden. Nimm die Tasche, Case. Du bist underdressed. Darf ich mal ausrüsten? Das wär's. Sag einmal her, was darf ich da alles haben? Darf ich wenigstens mal meine Waffe ausrüsten? Ich frag mal für einen Freund. Mann. Ich halte Wache, bis ich von euch beiden höre. Sicher, sicher. Geh bitte, mach jetzt nicht auf cool, Alter. Aber ich mach das jetzt auch. Ja. Ich will auch cool sein. Ja, moin. Ui, bist deppert auf Spionage angelehnt, Alter. Denk dran, sauber und leise, niemand nimmt Schaden. Rein, Adler holen, raus. Das meint er jetzt nicht ernst, oder? Niemand nimmt Schaden. Ist der deppert? Ich glaub, der hat sich den falschen Haver rausgesucht dafür. Los geht's. Ich glaube, der hat sich den falschen Hammer rausgesucht. Some Scanner Case. Ja, ich komme ja eh schon. Zap, zap, hallo. Ich hab
hat das Infrarotbild verstärkt, damit es die Kapillaren auf der Netzhaut des Senators hervorhebt. Die Auflösung sollte reichen. Oh. Aber geil.